den anderen und einen Marv sehen. Ja, wir sehen Link gegen den schwarzen Marv. PS2. PS2. Map. Ja. Ich habe das erste Set jetzt nicht von denen gesehen. Deswegen wollen wir jetzt sehr ausgehen. Ja. Vielleicht hat Niklas irgendwie eine Antwort. Ich denke, dass er sich Gedanken gemacht werden hat. Mhm. Hat auch lange Zeit, jetzt zu überlegen. Bin ich auf jeden Fall ein kleiner Liebling für. Was? Der ist irgendwie reingeschlagen. Genau, startet relativ even, ne? Eigentlich muss man sagen, dass Marv mit einem Tipper jetzt schon killen kann. Oh, der Reversal. Und jetzt der letzte Frühling. Das kann schon der Kill sein. Nicht mehr 80%? Naja, er hat ihn halt immer noch ein bisschen. Ja, okay. Durch. Zwei Bomben. Eigentlich hat Marv nicht so große Probleme, auf die Stage zurückzukommen, nee. Aber die Bomben können offenbar nerven. Ich glaube, der erste Stock hier ist auch sehr wichtig. Hier beißt mit dem Skelly mit dem ersten Stock. Ja, ich denke, gegen Link mit Marv werden Edge Cards auf jeden Fall eine Rolle spielen in dem Set. Schneller ausdrücken für Link, für nice Feld. Der Bombenplay. Der gleiche Start. Der Lead hier für Skelly. Irgendwie. Nickel hat jetzt schon mehrmals irgendwie grabben lassen oder so, ob er irgendwie was gemacht hat, was eigentlich safe sein sollte. Ich weiß nicht, ob er danach immer was drückt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht will er ab hier oder Flitter schön. Kann ja raufkommen. Ich wollte jetzt der Lead für Nice Feld. Hat ja auch gerade die Stage Control. Interessant, wie aggressiv Nice Face spielt. Ich hätte gedacht, dass er eher versucht, Marv ein bisschen mit den Projektilen auch rauszuhalten. Ich glaube, es geht ja auch gut, sehr gut. Er wurde jetzt nicht auch so von getroffen. Aber Nice Face jetzt. Nicht so solide Lead. Skelly kommt aber aus der Corner raus. Er spielt extrem gut Advantage. Link hat ja nicht immer das beste Disadvantage, nennt sich sehr gut aus. Konter war ganz ehrlich? Seltsam. Ja. Okay, das. Oh Gott, wo hat er den denn getroffen? Ja. Geht Upro? Upro kill einfach. Das ist nice, dass hier mit ihm liegt. Das ist recht, dass Slink einfach ein Kill-Pro hat. Schon mal kurz, wie es im Pool ausgeht. Und es. Ne, er hat noch einen Jump. Er hat keinen Jump auf. Wie viel Prozent kann er denn als Lead holen? Schöneberg hier an Side-G. Pusht hier seine Advantage weiter. Auch sehr gut mit Wumbau, wenn der zurückkommt. Hast du 2-0 bis Skelly aus. Wir sehen hier, wenn die Tipper nicht getroffen wird, dann hat Marv tatsächlich gar nicht so viel Fehlpower. Okay. Aber ja, die Abwehr aber. Reicht. Einfach die Abwehr aus dem Hits dran. Und das ist gerechnet. Jetzt aber 80% lief. Aber auf einem Opening kann 30%. Super Side-Speed. Oh, der F-Smash. Einfach safe ist auch noch. Ob das okay ist. Das war noch super viel Damage. Super. Ja. Skelly spielt auf Advantage sehr gut aus. Ich muss sagen. Ich habe einen Advantage an der Kante. Und ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Oh Gott. Oh, und er schiedet danach. Er schiedet danach. Das und so. Ja. Eigentlich sah es gut aus für Nice Face. Nein, dieser eine Missplay mit der Bombe. Ich bin, glaube ich, ausgebracht. Das erste Game hier für Skelly. Ja. Und jetzt schauen wir mal, ob wir auf PS2 bleiben oder ob Nice Face lieber eine andere Stage haben will. PS2 eigentlich schon eine sehr gute Stage für Marv. Weiß es gar nicht. Die bleiben drauf. Comfort Map für alle, würde ich sagen. Aber ich hatte Magic. Ja, wir haben auf jeden Fall einen kleinen Character Change. Haben wir? Nee, keinen. Keinen. Ich habe einen kleinen verstanden, deswegen war ich verwirrt. Ja, er pickt jetzt einen Siebener. Oder Jungerling. Jungerling ist ja kein Kleiner. Doch, das wäre scheint für ein 8 Jahren oder so. Ja, irgendwie, Nice Face bekommt nicht so viel raus, seine Sand. Der gewinnt immer wieder Neutral und dann. Ne, da kommt Skelly dann immer sehr gut wieder raus. Okay, genau jetzt, wo ich sag. Ja. Nutzt seine Advantage sehr gut. Und. Schöner Es war insane. Ich glaube, das hätte nicht spielen dürfen. Ich glaube, er hat die Erde auf. Aber unwichtig, Niklas, nice müssen wir hier mit dem Lead. Sehr stark. Knapp. Jetzt kann Niklas nicht mehr.
Oh, er parryt das Parry einfach und F smasht es. Aus dem Boomerang, der ist getroffen. Und boah, jetzt unter der Erzbombe. Ihr wisst, Nice Face nicht immer sicher mit der Bombe in die Curry. Ich glaube nicht, dass das ein Bait war. Scaly war auf jeden Fall bereit. Hat er Grab Miss? Kleine Grab Box von Link. Und der Dam, der Jump einfach gecatcht. Oh, schön den Schild gebaitet. Wieder der Ledge Trap. Aber er kommt von der Kante. Naja, aber wieder ganz. Ja. Und hat er noch einen Jump? Nein, er muss Air Dodge. Aber er kommt zurück. F-Tilt. Okay. Aber die Fähre reicht. Jetzt liegt das mit einem sehr starken Lead. Jetzt musst du es eigentlich noch safe runterspielen und dich nicht hier irgendwie Edgegarden lassen. Ja, ist auch nicht so schwer. Marv mit der Reichweite. Das sind Early Kills, die er kriegen kann mit dem Tipper. Ja, mit dem Tipper oder mit den Edgeguards gegen Link. Wenn Link den Jump nicht mehr hat, dann kann er dich nicht viel machen. Aber die ist eigentlich ein sehr ruhiger, kalkulierter Spieler. Ich hasse diese Kombo, Alter. Downtilt, up hier. Das ist die gammeligste Kombo im Spiel. Macht das? Du machst 30? Viel zu viel und es sieht nicht so aus, als ob es kommen sollte. Niklas hier auf jeden Fall gerade mit dem sehr guten Advantage. Arrow-Bombe und dann schöne Offstage in der Action. Niklas hier mit dem Two-Stock. Eigentlich sehr haben wir vorhin gesagt, dass die Edge-Guards von Marfil eine große Rolle spielen könnten. Aber hier Nice Face einfach zweimal mit den Edge-Guards. Also ich würde sagen, Marv ist auch nicht so schwer jetzt gerade build. Marv hat halt nur diesen einen Path, wo er hin kann. Und wenn Niklas das mit der Bombe covern kann, dann hat Marv das auch nicht so leicht zu recovern. Ja, aber an sich hat ihn oft hochgecatcht. Ich weiß nicht warum, Sketty hat immer relativ früh gedumpt auf Stage. Ich denke, wenn er tief recovert, vor allem weil er mit den I-Frames durch die Bombe durchkommen würde mit der Api, ja, kann er eigentlich nicht so viel machen. Nee, wird schlechter. Ja, sieht gut aus. Dankeschön. Und wir gehen ins Game, aber wir sehen noch nicht. Aber wir sehen eine kleine. Gleich wird umgeschalten. Also wir sehen durch ein Fenster einen kleinen, aber wir sehen noch nichts. Ich kann mal wohl umschalten. Hat er es vergessen? Nee, er ist gerade da. Ja, aber es passiert nichts. Warte, warte, er ist dabei. Ja, kennst du nicht mit dem Programm aus. Wollte ich nicht. Nee, er ist wirklich nicht. Also wir sehen auf jeden Fall eine kleine Map. Oh, jetzt hat er umgeschaltet. Und wir haben natürlich das Beste verpasst, Niklas mit einem 40% Stock hier. Haben wir natürlich das Beste verpasst. Rodriguez wieder mit einem sehr starken Lead. Baut hier auch kleine Prozente auf. Und wir sehen hier auf jeden Fall eine kleinere Map mit. Small Battlefield. Ja, keine große Veränderung, einfach nur ein bisschen kleiner. Steady, oh, das sah eher nach Tipper aus. Bombencurry von Nice Face. Okay, die Side wie von Marv ist ganz seltsam zu tippern. Connected nicht wirklich gut. Nice Face war gerade zu lieb. Ja, ich spiel das gerade. Digga, das ist ein sehr guter Ledge Tipper. Bombe kann man sehr viel, aber die Nähe reicht. Gewinnt einfach gegen den Fuß. Sehr cool. Einfach gegen Leer gewonnen. Heißt, man selten. Oder gegen Link Leer gewinnt. Aber ja, Nice Face natürlich immer noch mit dem guten Lead. Ledge-Situation. Oh, wieder der Counter. Ich weiß nicht, was er da machen will. Also der Bombe countert, ich weiß nicht, ob das. Wenn er die Bombe countert, kann er halt trotzdem noch gepunished werden von Nice Face. Also ja. Das bringt ihm nie so viel. So, weil Nice Face wird eh auf F-Hit-Range stehen. Da trifft der Counter dann nicht. Das war jetzt wieder. Guter Start. Oh, Nice Face wartet hier den Erdog. Nice Face ist einfach in seinen Kopf drin gerade. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier gleich im nächsten Game Character Switch sehen. Maybe. Oder vielleicht ist Snake auch nicht so gut gegen Link. Also ich weiß, dass Nice Face schon oft gesagt hat, dass er den Jump mag. Catch den Jump und. Damit ist ein sehr schnelles Game hier. Ja, einfach der Rushdown Link. Hallo. Hallo. Sehen uns wieder. Hoffentlich wird diesmal rechtzeitig umgeschaltet. Ja, jetzt sitzt er ja da auch. Kennen Sie aus mit dem Programm? Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier der Character Switch kommt. Der Snake hat eben schon funktioniert gegen. Wir sehen die gleiche Map auf jeden Fall, habe ich gesehen. Ja. Also, der erste
Das Skellies schaffe ich jetzt nicht. Von hier sind wir nie rein. Von Nightfall. Und? Wird diesmal rechtzeitig umgeschalten? Lennart! Ja, wir sehen den Snake. Ja, wir sehen den Snake. Er will den Link hier ein bisschen auf Abstand halten. Bei Nice Face Close Range. Eben ziemliche Vorteile hatte. Ja. Weil jetzt. Schön Kerl im Spiel. Das ist wieder Action. Mein Out of Shield macht so viel Schaden. Ja, so. Frame 3. Ist ja mehr Alter. Zu gut. Ich weiß, das kann ich mit dem Bomb rumgehen. Mit Items. Dann ist ja auch die. Und Ray Roman. Der geht schon fast bei 100. Das sieht nicht gut aus für Skelly gerade. Nice, ja, gerade. Man muss niedrig recovern. Das geht schnell eigentlich nicht. Aber kommt zurück. Wird halt so von dem Schwert gecatcht. Das ist viel. Aber jetzt, Ledge Trap, ist für Snake auch sehr gut. Jetzt geht in der Corner. Ja, Nice Face drückt ja einfach ein paar Buttons. Kann Link halt. Der darf das, oder? So, war wichtig. Und oh, der Apfel. Die Downer, die war's nicht. Ich meine, ich sehe die immer wieder von Nice Face und. Ich sehe das erste Mal gerade, aber. Also nicht in dem Set, aber. Ah, okay. Natürlich, wenn der Gegner overcommitted, dann gut, aber gegen Snake weiß man eigentlich, dass der nicht R2R geht. Nee, der wird einfach für Upshield warten. Irgendwas anderes auf jeden Fall grounded. Ich bin hier jetzt high. Wir wollen die Meister hier. Und Skelly ist sehr even gerade. Und die der Stack. Das kommt schön, wieder confirm. Jetzt wird halt Skelly wieder hochgehen. Hier die Ledge Trap, die Nice Face vorher noch gut getroffen hat, der kommt gar nicht in die Position. Darf er selber Ledge Trap? Nice Face kommt immer gut raus mit Gather Attack. Weil die Link Gather Attack einfach bastelt. Aber das ist doch viel Damage für Snake. Ah, beide müssen viele Grabs drin. Parry von Skelly. Oder auch nicht, nicht raus. Ja. Aber wird hier viel langsamer gespielt. Aber ja, gehen wir schon vorbei jetzt. Skelly ist auf seinem Tournament-Game. Er muss das jetzt hier holen. Kriegt den Reed. Den Neutral Get Up einfach. War doch eine Rolle, oder? Nee, er hat ihn weggedrückt einfach. Er hat nicht gerollt. Er hat ihn immer weggepusht die ganze Zeit. Also war eine Rolle, weil die Rolle ganz so weit. Oh, und ab der. Schön den Jump Catch. Und jetzt? Skelly auf seinen Tournament-Stock. Skelly hat nicht mehr unter Druck. Ja, Nice Face hatte die Chance, selbst wenn er es verliert, noch zu deppen. Skelly muss das gewinnen. Und man weiß, wie gewonnen hat. Skelly fehlt prima das Keep-Away-Game. Ja. Nice Face versucht irgendwie reinzukommen, aber dabei safe zu bleiben. Nicht die Granaten zu detonieren. Also Splash mit weiße spielen noch. Ach, ich sehe die da hinten noch. Können wir hier ein Ledge Trap sehen. Fates Advantage. Snake geht wieder hoch. Oh, und der Upsmash. Der hätte wahrscheinlich nicht gefehlt, aber. Also sieht sehr gut aus, ich glaube, für Nice Fail. Diesmal hat er den Ledge Trap. Der Skelly kommt nicht mehr so ganz aus Disadvantage raus. Nee, aber der killt auch früh, der kann jetzt schon killen. Mit irgendwas. Skelly slow noch auf jeden Fall, so eine Parry. Jetzt hat er ihn an der Kante. Upsmash, ja, trifft. Upsmash geht schon fast. Down Air, ja. Down Air. Risky. Ich weiß nicht, ob das gewonnen hätte gegen Snake Up-Tilt. Ich glaube, die hätten geklang. Ja, aber. Oh, der Tag, er hat schön gemixert. Auch super lange gewartet von beiden. Ja. Oh, Stipe und Shield. Oh, der Jab won. Ja, okay, ja. Ja. Aber hier Nice Face geht jetzt komplett auf Abstand, will nicht mehr mit ihm interagieren. Der Link ist frei und ich hab das selbst nicht gesehen gehabt. Er hat es eben gerade gedroppt. Niklas wollte das Landing mit Upset catchen. Wurde dann davon getroffen. Gegen Snake muss man einfach im Advantage super diszipliniert spielen. Ja. Oft kriegt man nur ein, zwei Hits und dann einfach patient bleiben. Und wir sehen hier ein Game 5. Vermutlich weiterhin Snake
gegen Link, auch wenn Niceface meinte, dass Aegis sehr, sehr gut gegen Snake ist. Also ich sehe Bison und Splash und sind gerade fertig mit Spielen, aber ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Warum habe ich eingetragen? Das werden wir gleich erfahren. Mhm. Bison hat gewonnen, 3-0. Fearing gegen Bison sehen wir dann gleich. Das haben wir gefühlt auch schon gesehen. Ja, in Windows 1 on Top 8. Ja. Und das war auch anzuspielen. Wir hören ja auf jeden Fall, der Link ist wieder da. Also kein Character Switch. Den anderen habe ich nicht gehört. War wieder Snake. Ich denke, der Snake, ja. Der Snake bleibt. Der hat eben gut funktioniert und der Marv hat Game 3 gar nicht funktioniert. Aber das ist eine größere Map. Das ist auf jeden Fall so ein typischer Nice Face Counterpick Town City. Hat viel Platz und sein Confirms wie Boomerang Fair geht einfach insane early hier. Und Up-Tilt fehlt. Ja, stimmt, der Up-Tilt fehlt später. So. Je nach Layout, auch so FD ist ja nicht so was, was Snake mag und oft spielen einfach FD. Oh, da wollte er sich confirmen. Das war sehr greedy. Auf jeden Fall fängt es sehr langsam an. Beide hier auf ca. 60%. Center Stage jetzt für Skelly. Wird aber reversed. Aber es ist halt super schwierig das für. Dass zu viel liegt? Es ist super schwierig für Link, weil er diese Lead Traps nicht bekommt. Ja. Oh. Ah, hat er durch den. Double noch gemisst. Jetzt ist er wieder auf die Edge Guard und. Hat er die. Hat, wollte er Bomb recover? Hat es verkackt? Ja, er wollte hochgehen. Er hat gemisst. Also so wie es aussah. Oh, die. F-Smash spielt bei 100. Komplett random. So, ah, jetzt einfach kurz F-Smash gedrückt, weil Gegner es auf K-Prozent erkennen. Jetzt wird wieder langsam gespielt. Keiner will hier krasses Opening geben für den Gegner oder umgekehrt. Ja. Hier eigentlich Nice Face auf der aggressiven Corner Pressure, aber hier versucht er lieber Stage Control zu behalten. Ja, so. Weil Snake macht sehr viel, sehr schnell damit. Und ich kann einfach nicht getroffen werden. Ich kann einfach rein mit der Plattform in die. Das hätte. Das wundert mich, sonst war keine Absicht. Ich glaube, bei den Low-Prozenten ist Abkannisch oder? Ach, ja. Kann auch sein. I guess. Boah. Das ist so fies, weil wenn er droppt darunter, dann kann Snake das punishen. Ah, Snake noch nicht auch so gut im Landing punishen. So gut. Einfach durch Upsmash. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich lag hier schon länger. So, und Niceface muss jetzt ein Play machen. Aber er kann das auch weiter runterspielen, wenn er. Naja, jetzt. Ah, aber. Snake Snowballt halt so schnell. Ja. Immer diese ganzen Trades kommen immer wieder Prozente. Ja, das stimmt. Aber ja, schon wieder hier jetzt ein ganzer Stock Lead. So ist eigentlich nicht wirklich viel passiert, aber halt einmal ein paar von Granaten oder irgendwas getroffen. Und sieht sehr gut aus für Sketty. Meistens aber gerade gute Hits rein. Hat ihn hier auf Stage. Ja, aber er traut sich nicht so richtig. Nee, der ist auch ein Tilt. Der wird gleich wieder abtiltet, ich sag's dir. Ja. Das war doch safe ein Up-Tilt. Links so ein Charakter, der einfach viel in der Luft ist, weil natürlich die Grounded Moves nicht so safe sind. Also wie Ike, der will näher drücken. Nur nicht Landing, sondern ist egal, wann der näher drückt. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt. Oh, Up-Tilt. Oh, der Up-Tilt. Und das ist auch auf jeden Fall schon 4% der Up-Tilt. Oh, den hab ich nicht gesehen. Okay, jetzt den Ledge. Und er geht hier einfach von der Ledge hoch. Aber mit Tilt von Nice Face, jetzt 130%, aber, ja, aber Kill Nice Face muss hier basically einen perfekten Stock spielen. Ja, kriegt hier den Fact Chase. Oh, schön. Und muss Getty jetzt irgendwie. Höh, Downtilt, oh Gott. Oh, und. Der lacet nur, damit lebt er noch. Und wir sehen hier wieder. Wieder auf der Plattform. Schön aus der Corner gekommen. Aber und das war's. Ist der Confirm. Dann auch so abzielt. Sehen hier ein 2-2. Ja, da sehen wir wieder, wie gut es ist, wenn man zwei Charakter hat, die man auf so einem hohen Level spielt. Basically hatte Niceface die Adaption auf dem Marv, gegen den er vorhin verloren hat, und Skatty hatte einfach die Möglichkeit zu wechseln auf den Snake. Warum stehen die auf gerade? Bin ich doof? Steht doch also 2-2 gerade, oder nicht? Das war Game 5, Digga. Ach so. Hä? Das war Game 5.